In diesen 25 Jahren sind wir dank Ihrer und eurer Unterstützung ein fester und unverzichtbarer Bestandteil der Kommunikationsinfrastruktur im Landkreis geworden. Ich bin seit Anfang an dabei, zuerst als Reporter und dann nach Helmut Scheel als Leiter der Sportredaktion. Und in den 25 Jahren haben wir viel erlebt, viele Highlights erlebt, viele Bundesligamannschaften, leider jetzt nicht mehr so viele in Hameln. Und die Berichte vom Handball, die wir live übertragen haben, waren grandios. Und woran ich mich unwahrscheinlich gerne erinnere, ist der preisgekrönte Beitrag von meinem Mentor Helmut Scheel über das Gewichtheben. Der ist mit dem niedersächsischen Rundfunkpreis ausgezeichnet worden und das war genial. Habe ich jetzt mal wieder gehört, eine Reportage zum Niederknien. Wir haben damals mit ganz wenigen Leuten das Radio gegründet. Wir waren, glaube ich, einmal 4 oder 5 Leute und haben dann die Idee gehabt, okay, wir wollen Lokalradio machen. Das hat dann auch funktioniert. Wir waren ganz, ganz fleißig und haben dann einen Verein gegründet und mit einmal kamen dann ganz, ganz viele Leute im Laufe der Jahre dazu und haben, ich sag mal, eine Frauenredaktion wurde gegründet. Wir haben eine Jugendredaktion gemacht, wir haben eine Jugendredaktion, wir haben Kinder, eine Kinderredaktion, Lollipop zum Beispiel. Habe ich am Hastenbecker Wegbar Radio aktiv in der Kindersendung Hinkelstein, die es dort auch gab, mit dem Kollegen Ralf Vogelsberg zusammen. Ja, dann war ich da ganz lange Jahre als Kind und dann irgendwann in der Deisterallee in den neuen Räumlichkeiten haben wir eine neue Kinderredaktion gegründet, die hieß dann Lollipop. Ja, und so bin ich halt von klein auf immer größer geworden und war radioaktiv dennoch länger geblieben. Längere Zeiten, dennoch Nachmittag im Programm die Magazine mit moderiert. Radioaktiv, 25 Jahre alt, das hat natürlich eine ganz, ganz lange Geschichte. Man muss vielleicht dazu ganz einfach wissen, der Verein ist schon Anfang der 90er Jahre gegründet worden und viele, viele Fragen nach dem Thema, warum radioaktiv, hat natürlich so ein bisschen die Wurzeln in der Anti-AKW-Bewegung. Viele Hamelner haben damals versucht, das Atomkraftwerk in Brohne zu verhindern und haben gleichzeitig gemerkt, dass man eigentlich auch so ein bisschen was wie ein Sprachrohr braucht. Die 68er hätten damals gesagt, man braucht sowas wie eine Gegenöffentlichkeit und daraus ist auch der Gedanke entstanden, Lokalradio für Hameln zu machen. Und dann sind es bis in das letzte Jahr hinein 586 Sendungen geworden. Joe Stracke hat mich immer vom Aussteigen abgehalten. Und er hat gesagt, wir beide gehen eines Tages zusammen in Ruhestand. Und das haben wir auch gemacht. Am Anfang hatte ich Schiss, weil ich noch keinen Pieper hatte und saß da ganz alleine mit den Jungs in einem ganz kleinen Studio, was vergittert war. Das war mir etwas unheimlich, weil links von mir war die Seelsorge im Gefängnis, rechts von mir die Schule und die hatten alle Feierabend, wenn es bei uns losging. Denn die Jungs gingen vormittags zur Schule oder zur Ausbildung und waren erst nachmittags da. Dann hat mir ein Lehrer gesagt, der dort arbeitete, wenn Sie hier Angst haben, können Sie hier nicht arbeiten. Da habe ich dann meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und die Jungs waren auch eigentlich wirklich alle sehr, sehr umgänglich, sodass die eigentlich eher Angst vor mir hatten, weil ich doch sehr streng war. Ich finde immer ganz interessant, wenn ich Radio höre bei den unterschiedlichsten Sendern. Ich bin da ziemlich kräftig unterwegs. Man hört dann auf einmal Leute, die bei Radioaktiv die Ausbildung gemacht haben oder freiwilliges soziales Jahr gemacht haben. Ein ganz bekanntes Beispiel hier für Hameln ist mit Sicherheit Sascha Sommer, der ja bei NDR2 momentan den Nachmittag moderiert. Ich bin 2002 zu Radioaktiv gekommen. Habe das damals eigentlich so als Studentenjob machen wollen. Dann habe ich so gedacht, irgendwas mit Medien, Radio ist toll. Und dann habe ich gehört, halt in Hameln gibt es halt diesen Bürgersender. Und dann bin ich halt einfach mal vorbeigegangen, eigentlich so mit der Intention, ach, machst du so einen Kopierjob, irgendwas, Büro, Empfang.
Und dann hieß es halt, hast du Interesse an Kommunalpolitik? Und dann plötzlich saß ich in Bad Pyrmont und habe da Berichterstattung gemacht. Ich bin parallel zum Studium zum Radio gekommen, als Quereinstieg, habe bei den Nachrichten angefangen bei Radioaktiv und habe dann ganz viel gemacht damals, moderiert, die Morgensendung moderiert, ein paar eigene Sendungen moderiert, Spielwiese, Tierzeit, Shades of Country, das hat immer richtig viel Spaß gemacht und ich konnte mich so gut ausprobieren bei Radioaktiv. Also ich bin 2013 ausgestiegen, das war damals auch die Zeit, Geschäftsführerin war damals Ute Fehn, Carsten Rodexer ging weg und für mich war das so ein echter Bruch, also mein Weggang hat dann da im Grunde dazu gepasst, da war so die Gründungsursuppe war aufgebrochen. Und das, ich habe danach nie wieder ein Radio gefunden, einerseits nicht gefunden, aber mir war auch immer klar, diese super Truppe, die wir damals hatten, in dieser Gründungsphase mit dieses von unten aufbauen. Keiner wusste, wie es geht, aber alle haben mitgemacht. Das würde es natürlich so nie wieder geben. Ich habe morgens immer erst gehört, wen ich eine halbe Stunde später interviewen soll. Das war schon immer sehr spannend und sehr sportlich. Ich durfte zum Beispiel, habe ich morgens gehört, mitfliegen, Hubschrauberflug, um von den Stadtwerken die Leitung abzufliegen. Das wird voll gemacht. Und dann saß ich ewige Stunden in einem Hubschrauber mit meinem Sat-Rekorder und habe da oben Interviews gemacht. Und als man nach Stunden wieder ankam mit so einem Kamikaze-Flieger, den es nur in Europa einmal gibt für die Stadtwerke, wurde festgestellt, dass da der Rekorder nicht funktioniert hat, weil die Akkus leer waren. Das war alles umsonst. Super Erlebnis. Ich habe ja mal, also sagen wir mal, 8 Jahre habe ich so Musik gemacht, also nicht nur Musik, also Rock und so Funk und der Klassik, was sie halt so da geboten haben, gell. Aber das war eine herrliche Zeit, ich habe das gern gemacht und das hat der Mats Gaudi gebracht und ich bin aber nicht der Einzige, weil ich habe ja noch 2 Fashion-Mannen mitgebracht und die möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Vor allen Dingen hattet ihr ganz viel Spaß mit mir, weil ich immer nicht durchsagen konnte, das kann ich glaube ich jetzt immer noch nicht so richtig. Und irgendwann habe ich mit noch einer Ostfriesin zusammen Radio mit der Meta Janssen Kutsch ein Interview gemacht. Ich glaube, da haben wir alle am Boden gelegen. Das war so komisch. Das war doof. Ja, das war, ja. Ansonsten wollte ich eigentlich immer perfekt sein, aber ich glaube, das hat immer nicht so ganz geklappt, aber ich versuche es immer noch. Das hat immer geklappt. Hat immer geklappt? Du warst perfekt. Okay, gut. Danke. Wir hatten dann auch so einen Kumpel dabei. Der Wolfhard. Wolfhard Schlassus. Und der war wirklich, das war schon toll, wenn man den traf. Haben wir immer eine Stunde mehr eingeplant. 25 Jahre, das sind 1300 Wochen, 9125 Tage, in denen wir unser Lokalradio einschalten und Radioaktiv hören konnten. Das waren Frühlingsempfänge, Wahlberichterstattungen, Außenveranstaltungen, Konzerte, Live-Reportagen. Das muss mit Claudio Griese gewesen sein, als er damals noch Junge Unionsvorsitzender ganz frisch war. Und in dieser Funktion hatte ich ihn am Mikrofon und ich habe so rumgestottert in der Live-Sendung, also nicht rumgestottert, sondern immer so Wortfindungsschwierigkeiten gehabt, dass es so schlimm und peinlich war. Ich war so schlimm, dass zum Schluss Claudio Griese auch nur rumgestottert hat. Also wir haben uns gegenseitig vollgestottert und wir waren beide so froh, als ich, es war auch eine Stundensendung, das war irgendwie in Mordsformat, da Zoom, das Zoom am Mittag, das lief zwischen 10 und 11 eine Stunde lang, eine Stunde Talk. Und als wir um 11 aus dem Studio rauskamen, wir waren so platt, beide so, oh, nie wieder. Das war ja fürchterlich. Dann haben wir eine Woche uns nicht mehr angeguckt und danach ging es dann. Ich zitiere wirklich unseren Oberbürgermeister Claudio Griese von letzter Woche sehr, sehr gerne. Der hat nämlich gesagt, so ein Lokalradio, das ist für die Region oder für eine Region alles andere als selbstverständlich. Es ist nahezu ein Privileg, dass wir sowas hier haben. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass Radioaktiv noch mal mindestens 25 Jahre macht hier, gerade für Hameln-Pyrmont. Aus damaliger Perspektive konnte ich mir das immer sehr, sehr gut vorstellen, dass Lokalradio wesentlich älter wird und dass es das auch lange tragen wird.